Eine blaue Glasvase in hervorragendem Zustand. Eisenanhänger. Die Soldaten des Reichs trugen sie manchmal an ihren Gürteln. Ruinen unter Wasser. Thank you.
Gott. Ich brauche einen Funken. Wer weiß, wie viele hier gestorben sind. Bringt nichts. Irgendwas hält sie fest. Müsste hoch genug sein. Sieht gut aus. Mal sehen, ob es klappt. Thank you.
Ein Kodex. Oh mein Gott, das ist die Formel für griechisches Feuer. Heute ist mein Geist klar. Gestern war es nicht und wird es auch nicht wieder sein. Sie sagen, ich hätte den Teufel in mir. Ich sei besessen. Ich kenne die Bestie in meinem Herzen. Es bin nur ich. Nur mein kranker Geist. Aber die Priester hören nicht zu. Ich verüble es ihnen nicht. An manchen Tagen sind sie Verkörperungen von Schmerz und Hass für mich. So getrübt sind meine Augen. Ich spucke und jaule, denn ich bin irr. Aber ich weiß, es ist kein Arg in meinem Herzen, nur Krankheit, die niemand heilen kann. Dämonenbesessenheit. Sie haben Exorzismen durchgeführt. Tief unter dem heiligen Boden unserer Stadt haben wir die Quelle der Verderbtheit entdeckt. Ein Höllentunnel schlängelt sich empor und verspeit den Pesthauch des Bösen. Die Verwüstungen des Dämons folgen keinem Muster, aber sein Zeichen ist deutlich. Männer zu boshaften Worten und Taten getrieben und Gottes Gnade entfremdet. Wir bringen sie hierher, zum Schlund der Hölle, um die Dämonen zu bannen. Nicht immer mit Erfolg. Oft sind die armen Kerle schon zu geschwächt und sterben, wenn wir ihnen die Bestien austreiben. Es ist schlimm, gute Leute zu verlieren. Aber wir müssen dem Teufel trotzen, in all seinen Formen.